Einen wunderschönen Montagmorgen. Ja, ich bin noch etwas müde, denn es ist erst, das heißt erst 6.18 Uhr, normalerweise stehe ich zwischen 5 und 5.30 Uhr auf. Und ihr wundert euch wahrscheinlich, warum es ein Montag ist, denn normalerweise fliege ich immer an Wochenenden. Aber ich habe mir etwas ganz Tolles überlegt und ich weiß noch nicht genau, ob es wirklich so toll ist. Denn ich dachte mir, es ist die letzte reguläre Ferienwoche, denn nächste Woche sind Prüfungen und dann sind Ferien und dann beginnt ein neues Schulhalbjahr. Und dann dachte ich mir, ach, warum mache ich es nicht einfach so, dass ich die letzte Woche einfach von Montag bis Freitag euch jeden Tag mitnehme sozusagen oder jeden Tag meine Kamera und einfach mal so jeden Wochentag so filme, einfach mal eine komplette Woche. Und dann halt könnt ihr mal sehen, was ich so jeden Tag in der Schule mache. Das Ding ist, ich finde es im Allgemeinen ist übel geil, ne? Also ich weiß halt selber noch nicht genau, was ich davon halten soll, weil eigentlich ist es ja mega geil, aber es ist halt auch einfach viel mehr Arbeit, jeden Tag ein Video zu schneiden und hochzuladen. Aber ich mache es jetzt einfach und keine Ahnung. Ich bin jetzt in der Schule angekommen und es ist jetzt schon ziemlich spät und wir müssen uns gleich aufstellen zur Aufstellung jeden Morgen. Normalerweise müssen wir unten vor der Schule sitzen. Sie freut sich einfach, weil ich halt in der Schule sitze und filme und sie mich eigentlich versteht, nicht wundern. Und hallo, ich glaube, die wissen halt. Okay, und dann wird halt die Nationalhymne gesungen und gebetet und irgendwas über die Schule gesagt. Ich weiß es halt nicht genau, ist halt auf Thai. Und normalerweise machen wir das unten vor der Schule, aber es hat halt geregnet und deswegen können wir uns jetzt hier in den Gang setzen. Das ist übrigens der Gang vor meiner Schule. Yay! Und ich bin im Englischkurs, im Englisch-Intensivkurs und sozusagen alle sind in diesem Gebäude vor meiner Schule. Und ich bin halt einfach so müde und meine Freunde sind irgendwie alle nicht da. Ah. Oh. Now you're in video. Schaut mal, wie klein sie ist. You're so small. Like a baby. Tanmai, why are you tired? Warum? Immer wenn ich rede. You're not nice to me. Okay, und sie geht jetzt wieder zurück in ihre Klasse und muss mich gleich aufstellen. Sie guckt mich böse an. You don't like me? Sie sagt, sie lieben mich. Yeah. Ja, das ist wieder Lilly. This time I link you on the video. Yeah, okay. Und wir gehen jetzt zum Essen, denn es ist Mittagspause. Und ich habe so einen Hunger, I'm so hungry. Und ja, ich zeige euch einfach mal, wie bei uns so in der Schule, also bei mir, das so ist mit dem Essen. Weil das ist ziemlich anders, denn du kannst bei uns in der Schule halt, gibt es so verschiedene Stände wie auf so einem Markt und dann kann man sich immer etwas zu essen dort aussuchen. Und es gibt halt irgendwie etwas anderes, aber die bieten halt immer dasselbe an. Deswegen gibt es irgendwie trotzdem immer dasselbe Essen, aber du kannst halt immer selber aussuchen, so ein bisschen, was du haben willst. Okay, I don't understand. What do you say? I said that to Thai people, if you want to know what she mean, I don't know. Oh, okay. People from Germany about school. Okay, sure. Yeah. About we're gonna eat food. Yeah. Ja, genau. Und ich suche mir jetzt erstmal was Leckeres zu essen aus. Ich denke, what do you eat today? I'm gonna eat rice. I'm gonna eat noodles. Like, yeah, es gibt eigentlich nur Reis und Nudeln jeden Tag, aber es gibt verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Und das Trinken ist mega geil. Du kannst halt auch mal so trinken. Hello. What is that? What's name is your team? Oh. It's YouTube. Oh. Okay. I think all people think I'm stupid because I walk with my camera. No. I think people at school look at me and think, what she do? She work with camera. Don't worry. It's okay. Mich kennt sowieso jeder hier. Okay.
Man steht hier so an. What's your food? Yeah, it's like egg and rice. Ich habe Nudeln und what kind of tea is it? Green tea? Green tea. Green tea. No. Black tea. Black tea. Übel geil, so kalter Black Tea mit Zitrone drin. Das ist einfach mega geil, das trinke ich jeden Tag fast. Und das ist halt, sind halt so, es ist halt Nudelsuppe. Da gibt es halt verschiedene Arten und dann meistens halt noch zum Beispiel so hier so, so Reis halt und so, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Esse ich jetzt erstmal. Weil wir so viel Fräse sind, habe ich mir noch ein Eis geholt. Ja, es gibt hier Eis. Und das ist einmal Schokoeis und innen drin ist Cookie-Eis drin. Das ist so cool. Und sie ist einfach nicht satt und sie isst die ganze Zeit. You're never eating. Yeah. Never full. Und deswegen hat sie. Is it cheese inside? Cheese ball. I will show you guys. Cheese ball. That's really looks so good. Looks so good. I can also do like it. Okay. The same like you. It's also like that. Yeah. So das ist mega cool. Du kannst halt einfach voll viel gönnen in der Schule. Ja. Yeah. Und ich weiß jetzt nicht, wo wir hingehen. Where we go? We're gonna look what they have today. Das sieht natürlich auch geil aus. Nudeln mit Nuggets. Nom 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 nom. Introduce yourself. It's okay. Call me Angry. What? Call me Angry. Das ist nicht der Name, aber okay. Wer sich fragt, wie lange wir hier Pause haben, 50 Minuten, und sie, ich weiß nicht, was sie die ganze Zeit tut. Ja, auf jeden Fall muss ich kurz mein Eis essen, weil sonst ist es weg, bevor ich es gegessen habe. Oh my gosh, oh my gosh, again. Yeah. Me. What I do? Was mache ich da? Mann, warum wird immer so eine Scheiße aufgenommen von mir? Why you always seem like that? I always look like stupid. Habt ihr das gehört? I'm kidding. Sie hat gesagt, ich bin dumm. Just kidding. Nein. You are not stupid. Say again. What I am? Jay is biased. What? It's Afrikaans. No. Say what I am. Beautiful. I'm hübsch. Yes! Woo! Habt ihr das gehört? Das ist Deutsch. Die kann das sagen. Ich bin hübsch. Habt ihr? You say ich bin hübsch. No. Greta ist hübsch. Greta ist hübsch. Say, Lilly ist hübsch. Nein, hat sie nicht gesagt. Can you do this? Ich habe jetzt Deutsch und Leute, glaubt mir, es ist nicht leicht, diesen Weg zu gehen. Denn, also man hat hier einen Klassenraum
bin übrigens immer die Erste. Ja, es ist noch niemand da. Ich bin immer die Erste. Auf jeden Fall hat man hier einen Klassenraum. Weil die Schule ist halt riesig. Es gibt halt 9 Gebäude und man ist eigentlich meist im Klassenraum, aber ich wechsle halt voll oft. Und ich muss 3 oder 4 Etagen hochgehen, das Gebäude wechseln und keine Ahnung, ewig laufen, bis ich hier bin. Und ich bin total fertig, weil es ist ja auch heiß, ne? Also mein Raum zum Beispiel ist nicht heiß. Und hier auch ist halt Klimaanlage, aber dazwischen ist es halt warm. Und übrigens, wer sich fragt, warum ich gerade meine Schuhe ausgezogen habe, ja, denn hier zieht man in jedem Klassenraum die Schuhe aus. Das heißt, in der Klasse hat man keine Schuhe an. Es ist am Anfang für mich auch ungewöhnlich, aber es ist irgendwie auch viel angenehmer, weil, keine Ahnung, ist halt so. Ja. Und jetzt bin ich alleine. Und es ist mega interessant, weil ich wohne ja in der Nähe von Erfurt. Und ich dachte mir so, ja, am Anfang, gut, die kennen halt, die meisten hier kennen halt München oder so. Wo sitze ich denn eigentlich? Ich glaube hier irgendwo. Ich sitze halt in, also ich bin halt in 3 Klassen. 3 verschiedene Klassen. Ich habe 5 Stunden in der Woche Deutsch und sitze halt immer woanders. Deswegen keine Ahnung. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, jeder kennt halt so München, ne? Keine Ahnung, jeder will auch nach München fahren. So, und dann schaut man sich so den Raum an. Hier hängt halt übel viel von Deutschland. Und das Einzige, hier hängt 2 Städte, ja, so Sachen über, Moment, Sachen über Städte. Und das ist so einmal Kulturstadt Erfurt und einmal, wo ist es? Die Kulturstadt Leipzig dort. Und es ist irgendwie schon lustig, weil, keine Ahnung, so die großen Städte hängen die halt einfach nicht. Dann kommt auf einmal Erfurt, es ist schon lustig. Und die Wartburg, ich weiß nicht, wer von euch die Wartburg kennt, aber hängt hier auch. So, und ich gucke jetzt erstmal wo. Es ist immer so lustig, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich bin falsch, weil ich die Einzige bin, die da ist. Weil, also das Ding ist auch in Thailand, ich kann es euch ja gleich mal dazu sagen, die Stunden gehen 50 Minuten und man hat halt aber keine Pause dazwischen. Das heißt, die Schüler haben keine, es gibt keine Zeitvorgabe, wie lange man halt Zeit hat, von einem Raum zum anderen zu kommen. Und dann gibt es zum Beispiel auch, ein Schüler hat mal zu mir gesagt, naja, also wir haben halt 50 Minuten Zeit, den Raum zu wechseln, weil manche kommen halt wirklich erst nach 20 Minuten angelaufen und ich bin halt immer so übel pünktlich, einfach weil ich, keine Ahnung, Deutsch bin. Ich weiß nicht. Ich bin übrigens auch M4, also Matheium 4, das ist 10. Klasse in Deutschland und ja, ich bin in der 10. Klasse hier in der Schule, weil die 11. und 12. die haben sehr viele Prüfungen, zumindest in der 10. Es sind jetzt, ja, ihr seid Deutschschüler. You are German student. Ja. Kun put, na, kun lian pasa German. Ja. Ja. Put German. Put German. Hallo. Sie sagen, sie können kein Deutsch, aber sie sind eigentlich Deutschschüler. Aber sie verstehen halt einfach nicht, was ich sage. Und sie sind sehr verwundert und fasziniert von meiner Kamera. Sie sind sehr müde, sie sind sehr müde. Hallo. Hallo. Ja. Jetzt sind auf jeden Fall schon mal Leute da. Hallo, oh, mein Name ist ja. Die grunzen die ganze Zeit. Bianmo. Kun Bianmo. Wieder Bianmo. Bye. Komm mal, komm hier, let's go. Ja, Deutschunterricht ist zu Ende. Und ich glaube, die haben jetzt alle Schluss. Aber weil ich halt im englischen Kurs bin, habe ich länger Schule. Ja. Okay. Ich habe
keine Ahnung, was sie gesagt haben. Also, ich denke, ich folge denen einfach immer. Ich mache einfach mal das so wie. Audi, Audi! Tamai! Okay! Yay! Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Es ist mittlerweile um. Genau, 16:30. Ich habe jetzt Schluss. Und. Sie winken irgendwie alle und. What? Love you! Shalakun! Ja, irgendwie sagt mir jeder, er liebt mich, keine Ahnung. Ich habe halt so einen Hunger, ich denke, ich hole mir jetzt mal was zu essen. Weil es gibt halt einfach wirklich mega geile Snacks hier. In der Videobeschreibung verlinke ich den Instagram-Account von Lilly und Noah, von meinen Freunden. Schaut einfach mal vorbei. Übelst das geile Essen. Das ist halt einfach Brot oder was auch immer, Brötchenteig oder so ähnlich. Mit Würstchen halt. Nennt sich Hotdog, keine Ahnung. Und Ketchup. Und es ist mega geil. Oh mein Gott, dieses Video hat ein Ende. Ich habe es endlich mal geschafft, für ein Video ein Ende zu drehen. Denn ich bin jetzt zu Hause angekommen und werde jetzt sofort, ich habe den Laptop schon angemacht, gleich dieses Video bearbeiten, damit ich es heute noch hochladen kann. Und ich bin gespannt, ob ich das wirklich schaffe, für die nächsten 5 Tage oder 6 Tage jeden Tag ein Video hochzuladen. Ja, aber das wird schon irgendwie funktionieren. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, ne? Bis dann!